Ja, Google hat seine kommenden Pixel-Geräte mehr oder weniger unerwartet enthüllt und wir schauen uns da mal ein paar Details an und auch zum Launch in Deutschland. Los geht's. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, unerwartet hat Google sein Pixel 6 und Pixel 6 Pro enthüllt, zeigt offizielle Renderbilder, hat auch viele Details bestätigt. Schaut mal bitte meine Playlist Android News. Das habe ich schon im Video gemacht über die Pixel-Geräte. Da gibt es auch genauere Details dann zur Kamera und so weiter. Ja, schaut euch das dazu mal bitte an. Das werde ich jetzt nicht hier nochmal alles aufzählen. Ja, wie gesagt, hier geht es jetzt darum, dass jetzt offiziell vorgestellt wurde, die zwei Geräte. Und ja, die haben Rahmen aus Aluminium und die Kamera, wir sehen es am Design, wir haben einen riesen fetten Querbalken hinten und da stecken die Teile dann drinnen. Ja, besonders oder außergewöhnlich oder das Spannendste ist der SoC. Google arbeitet ja schon seit ein paar Jahren daran, einen eigenen zu entwickeln und den haben sie jetzt getauft Tensor. Ja, und das Ding ist optimiert für Machine Learning und soll neue Futures ermöglichen, auch gerade im Hinblick auf die Kamera und Spracherkennung. Jetzt die genauen Details zur Technik von diesem SoC ist jetzt aber noch nicht bekannt. Ja. Und bloß mal kurz ein paar kleine Daten. Das Pixel 6 kommt mit einem 90 Hz Display, 6,4 Zoll, 1080p plus AMOLED und das Pixel 6 Pro hat dann 120 Hz, 6,7 Zoll, QHD plus AMOLED. Ja, der Fingerabdrucksensor wird ins Display integriert. Ja, das 6 Pro kommt dann mit insgesamt drei Kameras und die natürlich verbessert sind. Schaut mal, wie gesagt, mal anderes Video an die Hauptkamera. Das waren, glaube, 50 Megapixel und dann haben wir Ultraweitwinkel, ich glaube, das waren 12 Megapixel und dann haben wir, wie gesagt, eine Telekamera mit vierfach optischen Zoom. Und ja, die Kamera ist jetzt aber, die Kamera-Hardware ist jetzt nicht das Herausragende, sondern es ist die Software, die eben durch diesen neuen Tensor-Chip eine deutlich bessere Bildqualität ermöglichen soll, auch im Hinblick auf HDR. Ja. Das ist jetzt nun soweit offiziell. Wie gesagt, mehr Daten, schaut euch mal das andere Video dazu an. Jetzt zum Launch. Ja, es kommt auf jeden Fall nach Deutschland und die haben richtig Kohle in die Hand genommen, um das Ding zu bewerben. Wird auch schon im Google Store hier in Deutschland beworben, obwohl es noch gar nicht draußen ist. Aber das soll auch eine Kampfansage jetzt ans iPhone 12 sein und auch an die Galaxy S21 Serie, denn in den letzten Jahren waren die Google Pixel Geräte jetzt nun nicht so die Flaggschiffe wie erwartet und auch die Fans davon haben jetzt darauf gewartet, dass da mal wieder was richtig rausgebumst wird und das soll mit den Dingern passieren. Rauskommen werden die Teile zum Launch in Australien, Frankreich, Japan, Taiwan, USA, Kanada, Großbritannien und auch in Deutschland. Und das soll im Herbst jetzt soweit sein. Ein genaues Datum wird nicht genannt, es wird der Herbst gesagt. Und ja, auf jeden Fall sollte es dann auch nicht mehr allzu lange dauern. Gut, das war's im Prinzip dazu. Und ja. Wir werden sehen, wenn die Teile rauskommt, wie das dann aussieht. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.